Seit März 2018 steht Sophie Immelmann für Köln 50.667 als Alice Zwillingsschwester Leonie vor der Kamera. Die Darstellerin hat sich im Vergleich zu früher ganz schön verändert. Langes, wallendes Haar und weibliche Kurven, Sophie Immelmann verkörpert für viele Fans den Inbegriff von Sexappeal bei Köln 50.667. Bei diesem Anblick kommt es wenig überraschend, dass die Soap-Beauty, die in der Rheinmetropole Alice Schwester Leonie mimt, 2015 zur Miss Niedersachsen gekürt wurde und sogar im Finale der Miss Germany-Wahl stand. Doch so sinnlich wie heute kam die Schauspielerin nicht immer daher. Köln 50.667 Leonie, so sah Sophie Immelmann früher aus. Was kaum einer weiß, die heute 25-Jährige war bereits im Alter von 14 Jahren in der Serie Schloss Einstein zu sehen, schlüpfte dort in die Rolle der äußerlich recht unschuldig wirkenden Mary Fuchs, die anfangs jedoch ein ziemliches Biest ist. Nach ihren Serien aus 2015 zog die Mimmin für ihr Abitur nach Niedersachsen, verbrachte anschließend ein Operjahr in Barcelona, bevor sie sich als Miss Niedersachsen um etliche offizielle Termine kümmern musste. Für ihren Job bei Köln 50.667 unterbrach sie anschließend ihr Spanisch- und Philosophiestudium und zog nach Köln. Eine ziemliche Umstellung. Ich musste mich erstmal in die Serie reinfinden, gab Sophie Immelmann gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung kurz nach ihrem Einstieg zu. Die Rolle erfordert viel mehr als meine bisherigen Engagements, in denen es immer einen festgelegten Text gab. In dieser Serie geht es viel um Improvisation. Für mich ist es leichter, mich spontan in eine Situation hineinzuversetzen. Wie lange wir die schöne Schauspielerin noch bei Köln 50.667 bewundern können, ist fraglich, denn für ihre Zukunft hatte sie zumindest 2018 noch andere Pläne, wie sie damals verriet. Sie wolle unbedingt ihr Studium abschließen und Lehrerin werden, erklärte sie noch vor 3 Jahren.